Flexibel, willig, billig. Deutschlands Zeitarbeiter. Beschäftigte zweiter Klasse, oft behandelt wie Menschen dritter Klasse. Ey, Leier, komm mal her. Leiharbeiter, los jetzt, mach hin. Ist es wahr, dass fast jeder von heute auf morgen einen Job in der Zeitarbeit bekommt? Ich mache den Test und arbeite undercover. Erlebe fragwürdige Einsätze und illegale Abrechnungsmethoden. Ich kriege kein Geld? Nein, Sie kriegen kein Geld. Insider wundert das nicht. Also da haben Sie auf Anhieb ein schwarzes Schaf erwischt. Haben Sie es angezeigt? Auch bei Daimler in Untertürkheim setzt man immer mehr auf Leiharbeiter. Die Festangestellten fürchten die Konkurrenz im eigenen Haus. Früher waren wir stolz drauf, heute kann ich mich nicht mehr stolz fühlen, weil ich auch selber merken tue, wie man gegeneinander ausgespielt wird. Leiharbeit gegen Stammarbeit. Halb sieben morgens. Ich bin mit einem Zeitarbeiter verabredet. Einer der wenigen, die sich offen vor der Kamera zeigen wollen. Tom, 25 Jahre, gelernter Tischler. Erst arbeitslos, dann Leiharbeiter. Oder Zeitarbeiter, da gibt es keinen Unterschied. Er ist bei seiner Zeitarbeitsfirma angestellt. Die schickt ihn zu Arbeitseinsätzen bei ihren Kunden. Jetzt bei der Firma, zu der wir hingehen, weißt du, wie lange du da bist insgesamt? Das kann ich wie immer eigentlich nicht sagen. Es ist kein Dauerauftrag, so viel weiß ich. Nur weil ich da jetzt hingehe, heißt es noch nicht, dass ich da auch heute arbeite. Aber ich denke, bis Ende des Jahres oder bis die halt fertig sind. Das heißt, es könnte heute dein letzter Tag sein? Das kann auch mein letzter Tag sein, aber da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Es kann jeder Tag der letzte sein. Tom war nie länger als 6 Monate bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. So umgehen die Firmen den gesetzlichen Kündigungsschutz. Seit fast 2 Wochen baut er Regale für einen Plastikproduzenten zusammen. Heute filmt er sich selbst mit versteckter Kamera. Niemand kann ihm sagen, wie lange er hier bleiben wird. Der Kontakt zu den Vorgesetzten ist spärlich. Bis zu dieser Mittagspause. So, das war's dann. Montag brauchst du nicht mehr zu kommen. Wir melden uns, wenn was ist. Tom ist nicht entlassen. Er ist abgemeldet. Nun muss er zu seiner Zeitarbeitsfirma und bekommt dort einen neuen Job. In der Praxis bedeutet abgemeldet oft die Kündigung, weil die Zeitarbeitsfirma keinen Anschlussjob hat. Ich treffe Tom beim Mittagessen. Er bittet uns, mit versteckter Kamera zu drehen, wegen der vielen Kollegen. Dann berichtet er von seinem Gespräch. Hat er noch irgendwas Persönliches gesagt? Nö. Nee. Wieso sollte er das? Ja, weil du eine Woche bei ihm gearbeitet hast. Ich bin ein Leiharbeiter. Ich bin wie diese Tasse. Der sagst du auch nicht danke, dass du meinen Kaffee gehalten hast. Mhm. Stell weg und gut. Kurz darauf piept sein Handy. Per SMS wird ihm mitgeteilt, es geht weiter. Ihr Einsatz Montag 14 Uhr, Firma in Bad Salz-Ufflen. Punkt. Ach, also gar nichts irgendwie Persönliches, sondern einfach nur, gehen Sie dann und dann, da und da. Arbeite jetzt. Jobmotor Zeitarbeit. Ich will die Firma hinter der SMS kennenlernen. Das Büro ist in der Innenstadt, die Niederlassung eines der 20 größten Zeitarbeitsunternehmen. Ich drehe mit versteckter Kamera. Der erste Eindruck? Große, helle Büros, äußerst freundlicher Empfang. Zunächst soll ich am Computer ein paar Daten eingeben. Ich bewerbe mich als ungelernter Hilfsarbeiter, wie jeder dritte Zeitarbeiter. Keine 5 Minuten später winkt mich die Niederlassungsleiterin persönlich herein. Sie überschüttet mich geradezu mit Freundlichkeit, greift sofort nach dem Telefon und hat auf Anhieb mehrere Jobangebote. Also ich kann Sie sofort als Produktionshelfer einsetzen. Da kriegen Sie nach Tarifvertrag 7,89 Euro die Stunde. Und was ist mit Zuschlägen? Die kriegen Sie auch, je nachdem, Wochenende oder Nachtarbeit oder Sonderzulage. Die Firma scheint seriös, bezahlt angeblich den gesetzlichen Mindestlohn. Tom sagt, die Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirmen sind fast immer freundlich.
Doch spätestens bei der Abrechnung ist oft Schluss. Frühere Firmen schulden ihm noch Zuschläge und Überstunden. Das wäre dann zuschlagspflichtig? Das wäre dann mit 15% zuschlagspflichtig gewesen. Und hast du das bekommen? Nein. Das heißt also, die haben dir das überwiesen, als hättest du eine ganz normale Schicht gearbeitet, 37 Stunden und keine Zuschläge. Hast du da was unternommen? Da kann ich nichts gegen unternehmen, weil ansonsten würde ich dann halt sofort wieder eine Kündigung riskieren. Ich habe das einmal bei einer Zeitarbeitsfirma versucht, meine Zuschläge zu bekommen, die mir zustehen, und zwei Tage später war die Kündigung persönlich vom Disponenten in Briefkasten geschmissen worden. Okay. Tom ist frustriert. Neben häufigen Betrügereien in der Branche wird er auch oft wie ein Leibeigener rumkommandiert. Ey, Leier, komm mal her. Leiharbeiter, los jetzt, mach hin. Ey, du, komm mal mit. Ja, oder es wird halt gleich nach mir gepfiffen. Ey, Leier, ran hier. Leiharbeiter verdienen ein Drittel bis die Hälfte weniger als Angestellte. Seit langem ihre Forderung: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja. Oh, Entschuldigung. Dass wir uns in Deutschland diese Frage stellen müssen, ist so peinlich für unser Land, für eines der reichsten Länder der Welt, dass wir inzwischen einen Niedriglohnsektor haben, der bald an China heranreicht, dass sich unsere Nachbarländer schon anfangen zu beschweren, sich über die deutschen Mindestlöhne, sich über die deutschen Niedriglöhne zu beschweren, weil wir denen nämlich die Preise kaputt machen. Ein junger Mann, abgeschlossene Ausbildung, voll beschäftigt. Und trotzdem liegt Tom mit seinem Einkommen deutlich unterhalb der aktuellen Armutsgrenze für männliche Singles. Ich will selbst wissen, wie es einem Leiharbeiter ergeht. Ich besuche eine Messe im Norden Deutschlands. Hier sollen Arbeitssuchende und Zeitarbeitsfirmen zusammengebracht werden. Die Agentur für Arbeit ist Schirmherrin dieses Speed-Datings für Arbeitslose. Ein Drittel aller neuen Stellen in Deutschland entsteht in der Zeitarbeit. Laut Bundesverband der Zeitarbeitsfirmen sind in der Branche 50.000 Jobs frei. 15 Firmen aus der Gegend haben sich angemeldet. Die örtliche Agentur für Arbeit kennt die meisten. Was Seriosität angeht, sind wir natürlich auch immer eng an den Unternehmen dran. Wir haben aber in den letzten Jahren überhaupt keine Fälle gehabt, zumindest keine, die uns transparent geworden wären, dass wir negative Rückmeldungen gehabt hätten von Beschäftigten, die sich dort ausgebeutet gefühlt hätten, etc. Ich gebe mich als Arbeitsloser ohne Berufsausbildung aus und erkläre, dass mich ein Kamerateam für eine Dokumentation begleitet. Ich bewerbe mich auf Hilfsarbeiterjobs, gebe vor, von Zeitarbeit keine Ahnung zu haben. Schließlich erklärt mir jemand die Branche anhand von ein paar Tüten Gummibärchen. Ja, das Grundprinzip Zeitarbeit, ne? Also, Sie sind letztendlich bei uns angestellt, ne? Und wir setzen Sie dann letztendlich für die Kundenfirma ein, wenn der Bedarf da ist. Das ist denn Ihr Job? Das ist mein Job, ja. Okay. Ich will Sie langfristig bei mir behalten und will Sie immer flexibel eventuell bei anderen Firmen einsetzen. Flexible Einsätze, sicherer Job, das klingt gut. Bei Gesprächen mit versteckter Kamera werden die Geschäftsführer sehr viel direkter. Ich frage, wie lange man mich denn beschäftigen wird. Bis ich sie rausschmeiße und sie kündige. Am Nachmittag sortiere ich die Angebote. Bei 7 Firmen habe ich mich beworben. 2 wollen mich schon am nächsten Tag einsetzen. Ich entscheide mich für diese kleine Firma. Die Begrüßung ist wieder freundlich. Die Fragen nach meiner Biografie oberflächlich. Die Geschäftsführerin will eigentlich nur wissen, ob ich pünktlich sei und ordentlich anpacken kann. Meiner Frage nach dem Verdienst weicht sie aus. Was Sie da verdienen, da kann ich gar nichts versprechen. Sie müssen erst mal so arbeiten. Und so trete ich ein paar Tage später ohne schriftlichen Vertrag meine erste Stelle als Leiharbeiter an. Werde Teil des neuen Jobwunders. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, nur eine Adresse in der Tasche. Wieder filme ich mit versteckter Kamera. 7 Uhr morgens. Die Adresse entpuppt sich als Gartenbaufirma am Stadtrand. Gleich der erste Kollege, ein Ukrainer, ist auch Zeitarbeiter. Ja, ich bin auch zum Probearbeiten hier. Wir werden in den Betriebsraum gerufen. Etwa 20 Männer sind versammelt. Der Chef teilt die Bautrupps ein. Die Leiharbeiter sind auf den ersten Blick zu erkennen. Keine Firmenoveralls und schweigsam. Auch mich fragt keiner nach dem Woher und Wohin.
Ich bin nur du und der Leiharbeiter. Ich werde einem Vier-Mann-Trupp zugeteilt. Der Vorarbeiter ist der Erste, der meinen Namen wissen will, mehr aber auch nicht. Die Baustelle ist ein Vereinsgebäude, das eine neue Terrasse braucht. Betonplatten schleppen ist kein angenehmer Job. Das muss ich machen, der Zeitarbeiter. Der Vorarbeiter montiert für mich einen Schlaghammer. Am Haus ist noch eine Menge alter Beton im Weg. So, dann fängst du an, das seitlich abzubrechen. Hier am Mauerwerk. Das ist nur angesetzt. Gleich am ersten Tag ist mein Einsatz höchst fraglich. Bezogen auf mindestens 3 Arbeitsvorschriften. Ich arbeite ohne schriftlichen Vertrag. Ich trage keine der zwingend vorgeschriebenen Sicherheitsschuhe. Außerdem ist meine Arbeit eine Tätigkeit aus dem sogenannten Bauhauptgewerbe. Das ist für Zeitarbeiter grundsätzlich tabu. Als ich den schweren Rüttler bedienen soll, habe ich doch Bedenken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne Vertrag unfallversichert bin und frage lieber den Kollegen. Kannst du da vorne für mich rütteln? Kannst du nicht rütteln? Nee, kann ich nicht. Wie geht das? Muss man hier eigentlich Sicherheitsschuhe haben? Ja, hast du welche? Nee, hat mir bei der Zeitarbeit auch keiner gesagt. Echt nicht? Bei der Mittagspause erzählt mir der zweite Zeitarbeiter, dass er früher Helfer in der Landwirtschaft gewesen sei. Ganz egal, was er suchte, Jobs gab es nur noch über die Zeitarbeit. Nach 2 Tagen habe ich genug gesehen. Genug vom Betonplattenschleppen und Rückenschmerzen. Ich melde mich bei meiner Firma und erkläre, dass ich zum Arzt wolle. Die Antwort? Wenn, dann außerhalb der Arbeitszeit. Sonst Rauswurf. Also wenn ich den Job behalten will, sollte ich morgen da arbeiten und erst nach Feierabend zum Arzt gehen? Ja. Am nächsten Morgen. Ich möchte genauer erfahren, weshalb ich nicht zum Arzt gehen darf, weshalb ich keinen Vertrag hatte und wie viel ich verdient habe. Die Geschäftsführerin schickt eine Mitarbeiterin vor und die macht es kurz. Also, es war ja ganz klar besprochen, dass es Probetage sind. Es hätte ja was werden können. Und dann hätten Sie ja auch heute diesen Vertrag bekommen. Aber dadurch, dass Sie jetzt zum Arzt gegangen sind oder noch zum Arzt wollen, dann wird das natürlich nichts jetzt. Und dann werden Sie diese beiden Tage, also das waren ja Probetage. Die kriege ich nicht bezahlt? Nein. Da will ich aber nochmal mit der Geschäftsführung sprechen. Das sehe ich nicht ein. Wie lange ist sie denn im Urlaub? Den ganzen Monat noch. Gefeuert. Nach kurzer Zeit. Damit bin ich keine Ausnahme. Die Hälfte aller Zeitarbeitnehmer ist weniger als 3 Monate angestellt. Ich beschließe abzuwarten. Vielleicht meldet sich die Geschäftsführerin ja tatsächlich und ich bekomme mein Geld doch noch. Nach diesem ersten negativen Eindruck möchte ich mehr über die Branche erfahren. Wie viele schwarze Schafe gibt es wirklich? Ich besuche einen Kongress für Zeitarbeitsfirmen. Das Hauptthema? Equal Pay. Für 2012 verlangt die Politik von der Branche, dass Zeitarbeiter dieselben Löhne erhalten wie Stammarbeiter. Trotz neuer Jobs, die Branche hat einen schlechten Ruf. Und das liegt nicht nur an den miesen Löhnen. Sie sind hier alle Unternehmer der Zeitarbeit. Wer von Ihnen hat im letzten Monat, im Monat Oktober, mehr als 10 Leute neu eingestellt? Bitte aufzeigen. Wer von Ihnen hat über diese 10 Leute, die in einem Monat eingestellt worden sind, ein schönes Foto gemacht und eine Pressemeldung und an die Presse geschickt? Wer ist das bitte? Dankeschön. Im Klartext, die Branche hat ein Imageproblem. Damit neue Jobs in der Zeitarbeit eine Meldung wert sind, müssen die Firmen besser zahlen. Doch gerade damit tun sich die Personaldienstleister noch schwer. Für mich ist es nicht einfach, jemanden für ein Interview zu begeistern. In der Mittagspause treffe ich den Schwaben Bernd Rath und erzähle ihm von meinem Job ohne Bezahlung. Ist das zulässig? Nein, natürlich nicht. Das ist voll gegen das Gesetz. Das ist verstößt gegen jegliche Gesetze. Und Sie müssen jede Minute, die der Mitarbeiter arbeitet, bezahlen. Also diese Methoden habe ich auch schon von anderen gehört. Bernd Raths Firma beschäftigt etwa 1.400 Zeitarbeiter.
Damit gehört er zu den größeren in Deutschland. Bilder aus meinem kurzen Berufsleben als Leiharbeiter. Bernd Rath ist entsetzt, aber nicht überrascht. Hier ist der Schlaghammer, damit kannst du ja bestimmt umgehen. Genau. Nee, ohne Einweisung, ohne Sicherheitsunterweisung. Also da haben sie auf Anhieb ein schwarzes Schaf erwischt. Dann sagte sie, das war doch Probezeit, da gibt es kein Geld. Nee, ist eine Unverschämtheit. Also nach meinem Verständnis ist das Betrug. Ja. Das ist eine Straftat. Absolut. Ja. Ja. Haben Sie es angezeigt? Der Wettbewerb ist scharf. Bernd Rath hat seine Firma 2002 gegründet und kennt die Branche ganz genau. Von einfachen Tätigkeiten. Wo wird da am meisten geschraubt? Also die schlimmsten Tricks sind zum Beispiel 400-Euro-Job. Also ich bekomme einen Arbeitsvertrag über 400 Euro in Teilzeit und arbeite Vollzeit. Dann ganz klassisch werden die Mitarbeiter bei den Abrechnungen betrogen, bei den Lohnabrechnungen. Da gibt es viele Möglichkeiten, Zuschläge, wie berechne ich den Urlaub, wie berechne ich Krankheit, was bekommt der dafür bezahlt. Bernd Rath setzt auf Transparenz, bessere Bezahlung, Fortbildung. Denn er geht davon aus, dass die Branche weiter wachsen wird und Zeitarbeiter noch mehr gesucht werden. Hannes Freiburg, kaufmännischer Angestellter. Als seine frühere Firma ihm kündigte, wurde er Leiharbeiter. Zurzeit arbeitet er bei einem Industriebetrieb, aber nicht mehr lange. Diese zwei Schichten ein bisschen eingeteilt. Und zwar der Kunde kam auf mich zu und er ist sehr zufrieden mit Ihnen und findet auch toll, wie Ihre Entwicklung ist. Und möchte sie gerne auf nächstes Jahr übernehmen. Nein. Doch. Sehr schön. Fast jeder Zeitarbeiter wünscht sich genau das. Beim Auftraggeber sozusagen kleben bleiben. Doch nur wenigen gelingt das. Aber Ihnen ist jetzt eine Festanstellung lieber? Natürlich, wem nicht? Also wer bei einer Zeitarbeitsfirma anfängt, denke ich mal, hat irgendwo schon die Absicht, dann irgendwann fest übernommen zu werden bei irgendeiner Firma. Für die Mitarbeiterinnen bedeutet der Abgang, sich ans Telefon hängen und akquirieren. Na gut, okay. Ich habe eine Frage. Könnten Sie morgen noch mal zu mir ins Büro kommen? Also das heißt, ich könnte jederzeit mal jemanden anbieten bei Ihnen. Wie funktioniert das Geschäft? Bernd Rath zahlt grundsätzlich über Tarif, erklärt mir Zeitarbeit aber anhand des Mindestlohns von 7,89 Euro. Der Kunde zahlt den doppelten Stundenlohn. Davon werden Sozial- und Krankenversicherung, Ausfallzeiten und sämtliche Verwaltungskosten abgezogen. Am Ende bleiben den Zeitarbeitsfirmen ungefähr 80 Cent netto pro Stunde und eingesetztem Arbeiter. An einem Ihrer Mitarbeiter, der pro Stunde unterwegs ist. Wir sind zufrieden damit. Wenn es gut läuft, wenn wir keine Probleme haben mit der Konjunktur etc., ist es ein gutes Auskommen. Wenn wir viele Ausfallzeiten haben, Leerzeiten haben, dann ist es sehr wenig, dann ist es dünn. Die Druckerei Bauer zählt zu den Kunden von Bernd Rath. Je nach Auftragslage sind mehr oder weniger Arbeitskräfte nötig. Dafür ist Zeitarbeit gedacht, um diese sogenannten Auftragsspitzen abzufangen und, wenn es mal nicht läuft, Personal abbauen zu können, ohne Stammarbeiter zu entlassen. Eberhard Bauer führt das Unternehmen nach seinem Vater in zweiter Generation. Er setzt immer wieder Zeitarbeiter ein, hat aber auch schon welche übernommen. Zeitarbeit ist für Sie ein Instrument, um Leute kennenzulernen sozusagen und auch zum Rekrutieren. Genau. Warum gehen Sie nicht zum Arbeitsamt? Weil wir die bessere Erfahrung über die Zeitarbeitsfirma gemacht haben. Wir reden jetzt nicht unbedingt von der Zeitarbeitsfirma, wir reden vom Personaldienstleister. Und dort habe ich einen kompetenten Ansprechpartner, der weiß, was ich will. Und im Arbeitsamt kriege ich eigentlich ganz schwierig kompetente Leute. Die Druckerei Bauer setzt Zeitarbeiter nur zur Abfederung von Auftragsspitzen ein. Andere Betriebe tun das nicht. Der Vorwurf vieler Gewerkschaften, Leiharbeiter werden häufig als billiger Ersatz für gefeuerte Stammarbeiter genutzt, auch von großen Weltkonzernen. Stuttgart, Daimler, ein Unternehmen, das trotz seiner Größe flexibel sein muss und deswegen Leiharbeiter braucht. Der Betriebsrat konnte zwar eine Quote von maximal 8% Leiharbeitern durchsetzen, doch durch die Hintertür wird diese Quote von Daimler umgangen. Denn ganze Abteilungen wurden an Fremdfirmen vergeben, über Werkverträge. Und diese Firmen setzen ebenfalls Leiharbeiter ein. Also wir haben auf der einen Seite die Leiharbeiter, die direkt bei Daimler beschäftigt sind. Das sind ca. 700 hier bei uns im Werk unter Trügheim.
Aber darüber hinaus gibt es noch jede Menge Beschäftigte, die über Werkvertrag beschäftigt sind. Aber wie viele da jetzt an einem Tag gleichzeitig hier sind, ist sehr schwer zu sagen. Und warum wissen die das nicht? Weil uns das Unternehmen darüber nicht informiert. Bilder, die uns aus dem Inneren des Werkes zugespielt wurden, zeigen das Mehrklassensystem bei Daimler. Es gibt 3 Klassen von Arbeitern, die alle im Werk arbeiten. Die Verlierer, Zeitarbeiter von Subunternehmen, sie bekommen meist nur den Mindestlohn von 7,89 Euro. Besser verdienen die von Daimler direkt beschäftigten Zeitarbeiter 17 Euro. Den Stern auf der Brust trägt offenbar nur die gut verdienende Stammbelegschaft. Mich regt das ja selber auf. Die machen das Gleiche wie ich. Der da macht hier das Gleiche wie ich und verdient weniger. Alle machen das Gleiche. Der eine verdient 1700, der andere 2200. Wo ist denn das gerecht? Wir fragen beim Konzern nach. Wie viele Leiharbeiter arbeiten bei Daimler, wenn die Subunternehmen mitgerechnet werden? Doch das Unternehmen schweigt sich aus. Ein Interview oder Auskünfte zu diesen Zahlen werden abgelehnt. Der Betriebsrat darf mich nicht auf das Werksgelände mitnehmen. Vor dem Tor lernen wir Alex kennen, Leiharbeiter bei einem Subunternehmer. Er verdient den Mindestlohn von 7,89 Euro brutto die Stunde. Das heißt also, Sie sind bei einer Personalfirma, die vermietet an eine Logistikfirma und Richtig. Die hat einen Werkvertrag bei Mercedes. So ist es. Richtig, genau. Und wenn das jetzt ein Leiharbeiter bei Daimler direkt wäre, würde er einen Stundenlohn von 17 Euro bekommen. Das ist der Unterschied. Und als Festangestellter? Als Festangestellter wäre es wahrscheinlich so bei 20, 21 Euro. Wie finden Sie das? Das wäre natürlich klasse. Da würde ich sogar Überstunden ohne Ende machen, die ich jetzt schon mache, aber es kommt ja nichts bei raus, man sieht es ja. Ne? Die Arbeit, die der Kollege macht jetzt da, die habe ich vorher gemacht als Staplerfahrer, als Materialbereitsteller. Und ich habe ungefähr einen Verdienst gehabt von 22, 23 Euro. Das ist unvorstellbar. Alex bekommt für diesen Job gerade mal 7,89 Euro. Er lebt in einer winzigen Einzimmerwohnung, war Schlosser, bis seine Firma 2009 pleite ging. Seine Freundin Jessica ist Fleischereifachgehilfin, verdient 1.100 Euro netto, fast 200 mehr als Alex. Ich sehe ja, er ist nicht faul. Er ist nicht so einer, der daheim hockt, ja, und nichts macht. Er macht und er reißt sich wirklich in Hintern auf. Und dann ist halt am Ende des Monats nichts da fast. Ja. Die anderen bleiben daheim sitzen und kassieren Hartz IV. Ja. Warum arbeiten Sie dann? Weil ich die Hoffnung habe, irgendwann geht's mal aufwärts. Irgendwann sagt mal jemand, okay. Es kann ja auch jemand von Daimler sein jetzt momentan, der sagt, okay, der Junge gefällt mir, den würde ich gerne bei mir im Unternehmen unterbringen. Dann habe ich auf jeden Fall über kurz oder lang mehr gewonnen, als wenn ich dann zu Hause... Also Sie arbeiten, um eine Hoffnung zu haben. Genau. Ein Satz, den man zweimal hören muss. Arbeiten, um Hoffnung auf Arbeit zu haben. Nicht nur Leiharbeiter gehören zu den sogenannten Prekärbeschäftigten. Knapp 3 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind trotz Job arm. Inzwischen sind 2 Monate seit meinem Einsatz auf der Baustelle vergangen. Und natürlich habe ich von meiner Zeitarbeitsfirma nichts gehört. Kein Anruf, keine Mail. Ich bitte um ein Interview, damit die Geschäftsführung Stellung zu meinen Fragen beziehen kann. Erstes Angebot. Ein Telefoninterview. Das würde ich ungern per Telefon regeln. Das würde ich gerne in einem Gespräch regeln, weil das sind schon größere Probleme, die da aufgetreten sind. Die würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Zweites Angebot. Ich soll jetzt einen Stundenzettel einreichen. Dann gibt es auch Geld. Frau ich kann doch jetzt nach 2 Monaten soll ich jetzt einen Stundenzettel einreichen. Also man hat mir gesagt, das wäre eine Probearbeit und dafür gibt es kein Geld. Da war keine Rede von Stundenzetteln oder Ähnlichem. Drittes Angebot, ein persönliches Gespräch, aber ohne Kamera. Ich stimme zu und lasse mein Team warten. Drinnen weigert sich die Geschäftsleitung wieder, irgendetwas zum Thema Arbeitssicherheit oder Probearbeit zu sagen. In verschiedenen Tonlagen werde ich gebeten, den Bericht zu unterlassen. Nur einen Zettel bekomme ich in die Hand gedrückt. Ich soll doch bitte meine Unterlagen einreichen, damit man mich bezahlen könne. Von der Flensburger Arbeitsagentur möchte ich wissen, ob etwas gegen unseriöse Zeitarbeitsfirmen unternommen werden kann. Schließlich hatten sie die Messe vor 2 Monaten organisiert. Nicht auszuschließen, dass noch andere ohne Vertrag, Sicherheitsausrüstung und Bezahlung eingesetzt wurden.
So. Ist das ärgerlich für Sie? Na klar. Natürlich, wir haben diese Messe hier mit viel Enthusiasmus und in einiger Tradition hier durchgeführt, vorbereitet. Und wenn wir den Eindruck und das Gefühl haben, Mensch, da ist was im Argen, dann würden wir unsere Zusammenarbeit mit denen natürlich auch überprüfen, klar. Sie können die nicht schließen? Also ich kann die nicht schließen, nein. Zuständig für Zeitarbeitsfirmen ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Interviews hierzu gibt es nicht. Die Begründungen sind nicht sonderlich originell. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich Ihnen Ihren Interviewwunsch abschlagen muss. Wir sind immer gezwungen zu priorisieren und eben auch Absagen zu geben. Die Politik schweigt und freut sich an guten Arbeitsmarktzahlen. Die Industrie schweigt und freut sich über billige Arbeitskräfte. Zeitarbeiter schweigen aus Angst und wollen nicht erkannt werden. Im Lokal des Betriebsrates von Daimler treffen sich Leiharbeiter mit Stammarbeitern. Eine Gelegenheit, mal etwas frustlos zu werden. Bevor ein Stammarbeiter irgendwie eine schwere Aufgabe hat, dann schiebt es doch lieber an den Leiharbeiter und schiebt dann eine ruhige Kugel. Roland Heide ist Schlosserhelfer, fest angestellt. Er spürt den Druck durch die Kollegen, die nachweislich seltener krank sind und härter arbeiten. Das, was ich mir dabei denken tue, ist das, dass hier die Leiharbeiter gegen die Stammbelegschaft absichtlich ausgespielt wird. Also die Leiharbeiter werden schlechter bezahlt und dann kommt halt eben der Meister zu mir und sagt, der junge Mann arbeitet doppelt so viel wie du, für weniger Geld, kriegt von uns kein Weihnachtsgeld, kriegt kein Urlaubsgeld, ob ich nicht in meinem Lohn runtergehen kann. Von oben, vom Weinberg aus, ist Untertürkheim wie immer. Das Herz der deutschen Automobilindustrie. Zehntausende Arbeitsplätze beim Daimler. Das bedeutete mal etwas. Früher war man stolz drauf, heute kann ich mich nicht mehr stolz fühlen, weil ich auch selber merken tue, wie man gegeneinander ausgespielt wird. Schleiharbeit gegen Stammarbeit, weil man uns auch schon gesagt hat, wir sind lauter Kostenfaktoren. Davon können Leiharbeiter nur träumen, einem Leben als Kostenfaktor. Natürlich würde ich gerne auch Stammarbeiter werden, Familie gründen, Zukunft planen und so weiter. Ich weiß, dass ich durch einen festen Arbeitsplatz beim Daimler nicht reich werde, aber ich habe eine Zukunft, die ich jetzt momentan mit fast 30 Jahren nicht habe. Leiharbeit ist einfach die moderne Sklaverei, mehr nicht. Man spielt mit den Hoffnungen und Gefühlen der Menschen und wir sind nicht mehr Menschen, wir sind nur Maschinen und sobald wir nicht mehr funktionieren, werden wir ausgetauscht. Zeitarbeit hat die deutsche Wirtschaft in der Krise gestützt, hat der Politik geholfen, die Arbeitslosenzahlen niedrig zu halten. Verlierer sind die Zeitarbeiter. Sie haben dafür einen hohen Preis gezahlt.